Wohl die wenigsten denken an Melkmaschinen, Kuhfutter und Stallgeruch, wenn sie morgens ihre Packung Milch aus dem Kühlschrank nehmen. Sie kommt aus dem Kühlregal und soll selbstverständlich lecker sein und lange frisch bleiben. Genau die Milch, die das verspricht, hat sich die Stiftung Warentest jetzt ins Testlabor geholt. Länger haltbare Vollmilch. Getestet wurde, was man im Supermarkt findet. Sowohl Bio als auch konventionelle von großen und kleineren Erzeugern. Es wurde nicht nur auf Geschmack, mikrobiologische und sonstige Qualität geachtet, sondern auch die Unternehmensverantwortung mit in den Blick genommen. Also, wie geht es den Tieren? Wie steht es um die Transparenz der Lieferkette und werden angemessene Erzeugerpreise gezahlt? Das Gesamtergebnis ist erstmal beruhigend. Man kann alle getesteten Milchen trinken. Die Stiftung Warentest fand keine Schadstoffe, keine krankmachenden Keime und keine Antibiotikarückstände. Und doch gab es gerade in Bezug auf die Unternehmensverantwortung erhebliche Unterschiede. Dreimal vergab die Stiftung Warentest in dieser Kategorie die Note mangelhaft. An frische Alpenmilch von Bärenmarke, Landliebe frische Vollmilch von Friesland Campina und an die frische Milch von Weinstephan. Alle drei wollten nicht an unserem Test teilnehmen. Die Biomilchen schnitten in diesem Bereich grundsätzlich gut ab. Aber im Warentest waren zwei Biomilchen nur ausreichend. Ganz allgemein rät die Stiftung Warentest, nicht zur günstigsten Milch zu greifen. Wer weniger als 1 Euro pro Liter zahlt, muss Abstriche beim Tier- und Umweltschutz in Kauf nehmen. Alle Testergebnisse zur Milch finden Sie in der Oktoberausgabe von Test oder unter test.de Vollmilch.